Denn im heutigen Video, weiß ich nicht so ganz, was passieren wird. Sarina wird einfach meinen Schreibtisch umgestalten. Sie macht ein komplettes Makeover und sie darf machen, was sie will. Und ich bin nicht dabei und ich darf nicht aufpassen. Ich hoffe, das wird was. Vicky hat mich beauftragt und da sie kein Geld hat, um mich zu bezahlen, darf ich auch machen, was ich will. Sarina bekommt ein Budget. Die Dinge, die sie kaufen wird, um es umzustylen, die bezahle ich schon. Aber ihre Arbeitszeit, die dachte ich so, hallo unter Freunden. Die könntest du dir gar nicht leisten. In diesem Video haben wir euch etwas super tolles, mega over cooles, krasses zu erzählen. Wir machen es kurz. Bleibt unbedingt dran. Wir erzählen euch noch viel mehr coole News. Unbedingt dranbleiben. Sag mal, schummelst du hier? Naja, ich muss hier ein bisschen Ordnung machen, bevor du hier mit der Kamera reinkommst. Na, aber ein Vorher soll ja zeigen, wie es vorher ausgesehen hat. Und die räumt hier auf. Kennen Sie das, wenn ihr nicht wisst, wohin ihr die Sachen tun sollt, dass ihr sie einfach irgendwo reintut? Blöd, nur dass das nicht reinpasst. Irgendwo hintragen. Danke. Willkommen in meinem Büro. Das ist das Vorher. Es ist einfach alles weiß. Hier alles weiß. Und auch hier alles weiß. Ich finde, es ist auf jeden Fall verbesserungswürdig, oder? Ich zeige euch jetzt den schönsten Schrankinhalt, den man sich vorstellen kann. Ta-da-da-da! Es sieht aus wie ein Warenlager. Eigentlich sind es nur Überbleibsel. Das ist mein Geschenkelager. Immer wenn jemand Geburtstag hat, denke ich so, was gibt es heute für das Geburtstagskind? Die Mini-Edition. Dahinter verstecken sich auch noch viele Bücher. Und wenn wir schon dabei sind, dann kann ich euch auch noch das zeigen. Das sind alle Bücher, die wir jemals gemacht haben. Hallo, das ist ja schon mega viel. Hier vorne nicht beachten, das ist mein Chair. Türme sich Klamotten. Jeder hat diesen einen Ort, oder? Ignorieren bitte. Einfach ignorieren. Schreibtisch-Area. Hier habe ich meinen überdimensionalen Drucker. Aber er ist toll, er macht alles, was ich will. Das funktioniert zwischen uns. So ein Regal mit so Läden. Sachen halt drin, die man so am Schreibtisch braucht. Ein bisschen Deko, aber es sieht ein bisschen mickrig aus. Ja, ich glaube, da war schon mal mehr drin. 100.000 Abonnenten-Button, hello. Wir haben auch einen für 1 Million, aber der ist zu groß, der passt hier nicht hin. Mein Sessel, der hat auch schon bessere Tage gesehen. Es ist alles da, was man braucht, aber es ist nicht hübsch. Jetzt herzlich, habt ihr wenigstens Spaß. Vicky darf gar nicht zugucken, die darf erst das Endergebnis sehen. Ich bin dann auf der Couch zu finden, wenn ihr mich sucht. Tschüss. Ich gucke einfach irgendeine Serie mit so Bruchbuden oder so und dann denke ich mir so, bei mir sieht es auf jeden Fall besser aus. Noch. Diesmal habe ich keine Lust, Wände zu streichen, aber ich habe diese wunderschöne Farbe gefunden. Das ist so ein Salbei-Lorbeergrün und damit werde ich Holz streichen. Ich hoffe, dass das genauso einfach ist, wie Wände zu streichen und ich hoffe, dass die Farbe gut aussieht. Wir probieren das jetzt zusammen aus. Erstmal den Boden schützen. Oh, das staubt ja richtig krass. Diese beiden Schubladen und diese ganze Reihe, die sollen eine neue Farbe bekommen. Bitte schauen echt gut aus. Grün. Das sieht doch gut aus. Das macht man so mit Silberbesteck. Der erste Roller. Hey, it's alright now. Listen to such a beautiful sound. Was ich gefunden habe. Sieht ein bisschen aus wie so eine abgespacete Beinprothese. Aber es ist ein Tischbein. Das ist genau die Länge, die ich brauche, um Vickys Kommode zu verlängern. Ich habe große Pläne und das müssen wir jetzt zusammen umsetzen. Erfordert schon ein bisschen handwerkliches Geschick. Ich glaube, dieses Talent schlummert in mir und nichts eignet sich besser als die Möbel von anderen Menschen. Es ist soweit. Es ist Zeit für die News, auf die ihr hoffentlich alle gewartet habt. Hoffentlich seid ihr noch alle da. Hi. Jetzt ist es soweit. Vielleicht wisst ihr schon, was jetzt gleich kommen wird. Unsere neue Schulkollektion. Es ist soweit. Wir haben für dieses Jahr 2021 eine super schöne, besondere Schulkollektion gemacht. Die besteht nicht nur aus einem Schülerkalender, sondern es gibt auch noch ein Notizbuch für große Pläne und Big Ideas. Dann haben wir natürlich noch Schulhefte, Kariert und Liniert. Oh, und Bastelpapier. Mit ganz vielen verschiedenen Mustern und auch Papierstärken zum Basteln und Verzieren und Dekorieren. Mein absolut persönliches Highlight. Eine riesengroße Schreibtischunterlage mit Abreißzetteln. Mit einem mega süßen Design. Und da kann man dann auf der Seite immer drum rumkritzeln. Man kann seine Notizen eintragen, man kann To-Dos eintragen, man kann seine Woche planen. Man kann aber auch einfach zeichnen, kritzeln, Stifte austesten. Und wenn die Seite irgendwann voll ist, kann man sie einfach abreißen und hat wieder eine neue schöne Seite. Das heißt, man hat richtig lange was von dieser Schreibtischunterlage. Ich liebe
Liebe die. Die wird nie wieder weggehen von meinem Schreibtisch. Das ist schon unser 4. Schülerkalender in Folge. Dieses Mal ist er ganz besonders, weil er hat eine goldene Schrift. Hä? Nicht nur die Goldschrift, sondern das komplette Design ist so, so, so schön. Und wir hoffen, er gefällt euch genauso gut. Für alle, die unsere Schülerkalender noch nicht kennen, da ist alles mit drin. Da gibt es immer eine Notenübersicht. Da gibt es coole Aufgaben für zwischendrin gegen Langeweile. Man hat richtig gute Wochenübersichten und man kann To-Do-Listen eintragen. Alles, was man in einem Schülerkalender braucht. Wie immer gibt es alle Produkte aus unserer Schulkollektion in jeder Buchhandlung oder auch in unserem Online-Shop. Dazu befindet sich ein Link in der Infobox www.springineinepritze.com. Und in unserem Online-Shop gibt es sogar Sets zu kaufen, die dann ein bisschen günstiger sind. Und es gibt ein ganz besonderes Set. Das ist das XXL Schulpaket. Da ist auch noch eine handsignierte Autogrammkarte von uns mit dabei. Da haben wir uns wieder ganz viel Stunden Zeit genommen und jede einzelne Autogrammkarte selbst unterschrieben. Jetzt wird dekoriert! Willkommen in der Werkstatt. Das Brett hat es bis nach Hause geschafft und jetzt soll es noch lasiert werden. Das ist eine Lasur in der Farbe Eiche. Und eigentlich ist es ganz ähnlich wie Streichen, nur dass die Holzstruktur erhalten bleibt. Drückt mir die Daumen, dass ich die richtige Farbe gewählt habe. Ich weiß ja nicht so recht. Sieht das gut aus? Sieht irgendwie komisch aus. Euch ist an Vickys Schreibtisch bestimmt dieses fünfeckige Regal aufgefallen. Das ist meine Inspiration, meine Muse. Ihr wisst schon, Designer haben immer so irgendwelche Models als Muse. Ich habe ein Regal. Und es hat 6 Ecken. Deshalb habe ich 6-eckigen Spiegel gefunden. Und noch 2 kleine. Ich habe Kork besorgt. Oder besser gesagt, eine Pinnwand, die noch eine werden soll. Passend zu den Spiegeln soll es eine 6-eckige Pinnwand werden. Drauflegen, anzeichnen. Ich sehe nichts. Und zuschneiden. Hey, gar nicht mal so schlecht geworden. Dafür, dass ich zum ersten Mal mit dieser Monstermaschine gearbeitet habe. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einem Cuttermesser schneiden. Oder vielleicht auch mit einer guten Schere. Aber passt auf jeden Fall auf eure Finger auf. Und macht es am besten zu zweit. Dann klappt es gleich viel einfacher. Jetzt muss noch alles beschriftet werden. Beschriften ist der Schlüssel zur Ordnung. Sagt euch die Ordnungsprofessorin, die im Chaos lebt. Kann man nicht einfach was anderes reinräumen? Man kann doch nicht in eine Schublade, wo draufsteht Stifte. Da kann man keine Lego-Steine reinmachen. Das geht einfach nicht. Und das werde ich jetzt machen, damit Vicky auch ganz lang Ordnung hält auf ihrem Schreibtisch. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein cooler Hack für euch. F für Folien. Plastikfolien. Okay, jetzt nur noch irgendwie die Mitte treffen. Na, wenn das mal jetzt nicht ordentlich aussieht. Ich denke, das Thema ist Salbergrün und sechseckig. Vielleicht mache ich so einen Schriftzug. Es kommt an die Tür. Der Name von Vickys Büro. Die könnte eine GmbH damit gründen. Leute, es wird ernst. Ich werde bohren. Wünscht mir Glück. Das ist ein DIY, das wir euch erst vor kurzem gezeigt haben. Und ich fand das so cool, dass ich das jetzt direkt nochmal machen will. Okidoki. Ich glaube, ich muss da ein bisschen nachhelfen. Das Ziel ist es, dass es eigentlich tropfen sollte. Hallo! Was passiert, wenn ich da Wasser dazu gebe? Let's try. Bin gleich wieder da. Mit Wasser aus so einer Kanne kann es doch nur klappen, oder? Naja, Versuch. Oh no, with your words on repeat. Hey, gar nicht mal so schlecht. Drop it, drop it, drop it. Und da ich jetzt ja noch sehr viel Farbe über habe, sollen auch noch die Pinnwände farbig werden. Das macht schon Spaß. Das ist immer der schönste Moment. Ich habe noch so ein kleines Highlight. Neue Griffe für die Schubladen. Einfach ein kleines Loch bohren. Schraube durch und festdrehen. Ein bisschen aufgeregt. Es ist zu weit. Vicky darf das Ergebnis sehen. Bist du ready? Kann ich jetzt gucken endlich? Kann ich endlich gucken? Augen zu. Gib mir deine Hand. Oh. Dreh dich. Augen auf. Oh. Was? Das sieht ja voll anders aus. Hast du gezaubert? Da ist ein Tisch. Das ist mein Drucker. Oh, ich hab Vorhänge. Das sieht so schön aus und dann auch noch alles in Mint. Ich erkenne meinen Schreibtisch gar nicht hier. Was hast du gemacht? Let me know. Oh mein Gott, mein Drucker ist einfach weg. Dieses hässliche Riesending. Und hier unten funktioniert der genauso gut. Oh.
Die Pinnen sind so süß. Ich kann schon loslegen, direkt. Danke, liebe Sarina. Wunderschön, schreibt es. Auch so gut gefällt wie mir. Ich liebe es. Es ist so schön geworden. Wer hätte damit gerechnet? Wollt ihr mehr von diesen Videos sehen, dann lasst es unbedingt wissen mit einem Daumen nach oben und abonniert super gerne diesen Kanal. Unter dem Video einfach auf Abonnieren klicken und dann seid ihr Teil der Vicky Sarina Fam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!